Ja? Ja. So, servus Leute, was geht ab und willkommen zum weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr schon seht, ich bin wieder auf Rennstrecke, heute mal in Oschersleben. Ich bin wirklich lange, lange Zeit nicht in Oschersleben gefahren. Mein erster Trackday war in Oschersleben und vor 4 Jahren war ich mit der Moto Racing School in Oschersleben, aber bin nur BMW gefahren. Also zum ersten Mal mit meiner Honda Fireblade hier auf der Rennstrecke. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was sich in Oschersleben alles so machen lässt. Ich bin ja die meiste Zeit eigentlich immer nur in Most gefahren, Reka, Brünn. Und Oschersleben habe ich irgendwie ein bisschen vergessen in letzter Zeit. Dafür ist es umso interessanter, was kann die neue Blade oder beziehungsweise was kann ich mit der neuen Blade hier in Oschersleben so reißen? Fahre jetzt erst noch los mit, ich habe noch die gebrauchten von Most. Die habe ich jetzt erstmal zum Einrollen, um irgendwie so ein Gespür zu bekommen für die Maschine. Reifen und, meinst du, ne? Ja, Reifen. Ja, Reifen. Und dann geht es auch schon weiter. Ich habe wieder einen Pirelli dabei, den hatte ich noch von der Großbestellung. Ein Pirelli SC1, der ist immer noch. Jetzt gerade so die oberste Wahl. Den werde ich dann auch noch draufziehen. Und ansonsten bin ich gespannt. Ansonsten bin ich gespannt, was alles noch heute geht. Wir haben Bombenwetter. 2 Tage. Ab geht's. Die muss jetzt doch her, ich fühle mich echt nicht wohl eigentlich. Ist zu weich mit dem Original und zu tief. Ja, zu tief vor allem. So, jetzt wird nämlich ein bisschen gepusht. In Most ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass ich. Also mir ist natürlich schon aufgefallen, aber die Strecke war viel länger. Du hattest nicht so die engen Kurven. Most ist zwar auch nicht die größte Strecke, aber auf jeden Fall merke ich in Oschersleben jetzt extrem, dass sie extrem klein ist und eigentlich eher so eine 600 Strecke. Mir fällt es gerade schwer, das Ding umzulegen und mich stört jetzt extrem langsam der Abstand, Sitz und Fußrastenanlage. Das ist wirklich, ich bin ja eh viel zu groß, aber das ist jetzt langsam echt was, wo ich jetzt hier richtig merke. Ich mache viel verkrampft, ich gehe viel über den Rücken, also ich nehme die ganze Bremskraft, nehme ich alles über den Rücken auf, weil ich nicht so richtig den Beinschluss fassen kann. Und jetzt gucke ich mal, was das bringt. Wenn ich mir hier, das sind ungefähr, was hat er gesagt? 10 cm? Wenn ich das doppelt nehme? Das sieht aus wie 10 cm. 10 cm wahrscheinlich. 2 cm. Richtig. Ich guck mal, was das bringt. Das wird jetzt so ein bisschen Edeltuning werden, weil ich werde das einfach so mit Klebeband einfach rumwickeln. Aber ich will einfach schauen, was das bringt. Ich bekomme ja eh noch eine Rennverkleidung. Die werde ich dann wahrscheinlich erst in Brünn fahren. Das ist jetzt mal der erste Schritt, um zu schauen überhaupt, wie hoch kann ich gehen. Und dann messe ich auch mal den Abstand, Fußraste, dann mit dem Ding. Ey, geh mal wieder weiter weg, ich komme hier. Oh. Du kommst hier so nah ran. Der will ich habe immer wieder Angst, dass der Ton nicht so gut ist. Ja, so du willst wieder Kontakt. Ich will Kontakt. Naja, auf jeden Fall, jetzt geht's ans richtige Schrauben. So, alle Mechaniker können sich jetzt mal was abschneiden. Kommen jetzt auf ihre Kosten. Kommen jetzt auf. Oh, Junge, das wird richtig eklig ausschauen. Das wird richtig hässlich jetzt. Aber lass dir auch die 10 Euro, lass das ja, auch ja, drauf. Ja, die lass ich drauf. Schneidest du es nicht noch zurecht? Nein. Das wäre ja am Schluss schaut es noch gut aus. Alter. Das wird jetzt richtig prophylaktisch. Doppelt aber? Ja. Oh Mann. Oh damn. Oh Mann. Halt mal hier. Würde man sagen, professioneller geht es eigentlich fast nicht. Ich werde es auf jeden Fall.
Hans ist Race, das weißt du doch. Sowas macht schnell. Boah, ich fühle mich jetzt schon schneller. Nee, also. Du siehst auch schon schneller aus. Spaß beiseite, aber das ist jetzt wirklich extrem. Ich habe eh schon einen krassen Kniewinkel. Ich gucke jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob es das bringt, das werde ich jetzt gleich hören. Aber das war mir jetzt irgendwie gerade hier, habe ich richtig gemerkt, in Oschersleben. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt wie in Most. In Most habe ich ja ziemlich positiv geredet und auch was ein ganz wichtiger Punkt ist, die Übersetzung, merke ich hier extrem. Also ich musste teilweise an Stellen den ersten Gang schalten, was sich einfach nicht richtig anfühlt. Aber du hast sonst einfach dieses Leistungsloch genau in dem Moment, wo du rausbeschleunigst. Und dann hast du eben bei 5,5, dann macht die Klappe auf und dann macht sogar, wenn du noch leicht in Schräglage bist, diesen leichten Schub. Und das ist dann irgendwie wieder nicht mehr so rund irgendwie. Also ich bin jetzt irgendwie auf Druck, sage ich jetzt mal. Also ich habe mich nicht hundertprozentig wohl gefühlt, bin auf Druck jetzt eine 1,35,2 gefahren. Jetzt mit neuen Reifen aber, gestern 1,36. Aber ja, ich schaue jetzt mal, was der Sitz so macht, was der ausmacht und dann gebe ich nochmal kleines Feedback. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall gemerkt, Oschersleben, andere Strecke, anderes Verhalten fürs Bike und ich muss doch mehr machen oder es ist doch wichtiger, als ich irgendwie in Most noch behauptet hätte. Ich dachte, ach, das geht schon irgendwie. Ah, jetzt hätte ich schon sehr Bock irgendwie auf eine kürzere Übersetzung. Aber jetzt geht's erstmal mal raus und fahren wir los. Glauben, aber den Unterschied zum Sitzkissen, ich hocke 2 Zentimeter höher. Das ist der Wahnsinn, was mir das gerade gebracht hat. Wir müssen mal kurz wegen der Zeiten schauen. Wo ist mein Handy? Ich konnte nur eine Runde frei fahren.
bin mal gespannt. Also es hat sich auf jeden Fall viel besser angefühlt. Ich habe mir beim Fahren gedacht, krass, was das jetzt ausgemacht hat. Wow! 1,33,91. Junge, ich habe gerade nur den Sitz um 2 cm erhöht und konnte eine freie Runde fahren. Wir sind ein bisschen später rausgekommen, weil ich glaube, ein Sturz war oder so. Insgesamt waren es, glaube ich, nur 3 oder 4. Konnte eine freie Runde fahren, gleich eine 1,33,9. Und ich habe mich immer noch nicht hundertprozentig wohl gefühlt. Also ihr seht schon, das ist Potenzial. Und man darf nie vergessen, das Ding ist komplett Stock. Da hast du nichts dran gemacht. Außer Schaltumkehr und Stormgrips. So, das waren dann auch schon die 2 Tage Most. Also es ist viel passiert. Ihr habt gesehen, ich hatte einen kleinen Rutscher. Ich bin ein bisschen rausgekommen. Unkonzentriert hat, keine Ahnung, kann mal passieren. Ansonsten bin ich echt zufrieden. 1,33,9. Es ist eine 1,33, zwar eine tiefe, eine hohe, aber es ist eine 1,33. Bin ich eigentlich echt zufrieden. 1,36 bin ich lange Zeit am ersten Tag gefahren und dann habe ich mich eigentlich relativ schnell verbessert. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass diese 2 cm ist krass, was das einfach bringt. Also wirklich, ich habe mich wirklich viel wohler gefühlt. Ich würde nicht sagen, ich habe mich hundertprozentig wohl gefühlt. Diesmal war es wirklich schlimmer, was auch ein großes Thema war, Übersetzung. Ihr habt gesehen, ich musste an Kurven teilweise in den ersten Gang schalten. Ist mega weird, mega, also mega ungewohnt und ich bin auch einmal in Leerlauf gekommen. Und ich komme im Aufzug. Ey, ich will euch nicht stören und nicht unterbrechen, aber Leute, ich muss mal was sagen. Kurze Werbung. Es kommt jetzt wie gestellt. es ist aber nicht gestellt. Ganz kurz. Leute, der Mattis hat eine Honda serienmäßig aus der Kiste auf die Piste. Der Daniel Bergau hat ihm vorhin noch einen Satz frische Slicks draufgehauen und die Sitzbank noch erhöht. Und dann knallt er raus für sich alleine und fährt eine 1,33 hier in Oschersleben. Und ihr müsst bedenken, er fährt nicht oft im Jahr auf der Rennstrecke. Also, Alter, gut ab ohne Scheiß. Danke dir, danke dir. Das ist 35, 36, war auch vorher schon gut und schnell, aber das ist, finde ich, so ein richtiger Meilenstein. Ja, ich habe mich auch gefreut, dass ich so, da nochmal einen Schritt gemacht habe. Ich bin stolz auf dich. Danke, danke. Super. Ja, das war die kleine Werbepause, war jetzt nicht geplant, aber 50 ist auch mal bis knapp vorbeigekommen. Ciao. Genau, wo war stehen geblieben? Lange Übersetzung ist da wirklich langsam ein Problem gewesen. Ich habe gemerkt, ich habe am Anfang die 1,36er Rundenzeiten gefahren. Meines Erachtens nach durch diesen zweiten Gang, ich bin aus der Kurve rausgefahren. Ich meine, irgendwann kam es dann schon, aber dann halt auch mit so einem kleinen Rucker, 5,5, Klappe geht auf, Leistung kommt und war dann eher ein bisschen ungewohnt. Deshalb oft im ersten Gang geschalten, nicht bei jeder, nur bei 2 Kurven, aber das hat meiner Meinung nach schon sehr viel gebracht und ich konnte viel schneller aus den Kurven raus beschleunigen. Also wie gesagt, Übersetzung muss ich ändern. Ich hoffe mal, dass dann immer noch die Elektronik einwandfrei funktioniert. Ich will eine größere Scheibe, unbedingt eine höhere Scheibe, höheren Sitz, andere Rasten. Und dann bin ich gespannt, wie ich zurechtkomme, weil mir kommt so vor, ich kann schon eine relativ schnelle Rundenzeit fahren. Aber es fühlt sich jetzt nicht so locker an. Ich musste mich sehr viel anstrengen und es war meiner Meinung nach auch immer noch ein bisschen verkrampft. Also das nächste Mal, das Ziel ist wirklich auf lockerer Basis, sage ich mal, so solche Rundenzeiten rauszuhauen und dass ich immer noch so ein bisschen Spiel habe. Ich habe mir gerade so ein bisschen schwer getan, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Ich würde sagen, ich schreibe mir mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und ja, gebt einen Daumen, ein Like. Gebt ein Video, wenn es euch gefallen hat und sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.